Ja, herzlich willkommen zu unserem Webinar. Wir wollen heute ein Konzept vorstellen, das am Institut für Physische Geographie an der Leibniz-Universität Hannover durchgeführt wurde. Yvonne von Ruhm, meine Kollegin, die hier auch mit sitzt vom Projekt Leibniz-Prinzip, hat die Umsetzung des Konzeptes umfangreich evaluiert, was wir auch nachher noch vorstellen möchten. Und das E-Learning-Service-Abteilung der LUH, in der ich tätig bin, war beratend, insbesondere hinsichtlich des Medieneinsatzes, eingebunden bei der Umsetzung des Blended Learning-Konzeptes. So, vielen Dank für die kurze Einweisung und Einordnung unserer Thematik. Ich würde jetzt das Thema Geoinformationssysteme noch mal kurz beleuchten. Das ist sicher kein gängiger Begriff, der jedem so inhaltlich bekannt ist. Deswegen werde ich ihn kurz erklären und würde Sie dann bitten, so Sie denn noch Fragen dazu haben, auch Verständnisfragen, die bitte einfach über den Chat zu stellen. Also Geoinformationssysteme, auch kurz GIS genannt, werden häufig mit Software gleichgesetzt. Das ist es so direkt nicht, weil Geoinformationssysteme eigentlich das Gesamtpaket zwischen Daten, Software, Hardware und der räumlichen Fragestellung sind. Das heißt, je nach räumlicher Fragestellung habe ich natürlich auch unterschiedliche Daten und nutze auch die Software anders. Ich kann auch unterschiedliche Hardware benutzen, auf der ich das darstelle. Sie haben wahrscheinlich im täglichen Gebrauch schon häufig damit gearbeitet, ohne dass Sie wussten, dass Sie mit Geoinformationssystemen gearbeitet haben. Zum Beispiel, wenn Sie Ihr Navi gebrauchen und einfach von A nach B wollen, haben Sie eigentlich nichts anderes gemacht, als ein Geoinformationssystem bedient und halt das Werkzeug der Navigation verwendet. Normalerweise sind GIS gerade im wissenschaftlichen Bereich nach dem Layer-Prinzip konzipiert. Das heißt, Sie haben verschiedene Ebenen, die übereinander liegen und die je nach Thema auch miteinander kombinierbar sind. Normalerweise sind in jedem Layer, also jeder Ebene, einzelne Themen, die je nach Fragestellung an den Raum oder je nach Wissenschaft, die damit arbeitet, unterschiedlich aussehen kann. Das können Wirtschafts- und Sozialdaten sein, das können einfach nur topografische Daten sein, zum Beispiel auch Satelliten- und Luftbilder oder auch einfach themenspezifische Daten. Das wird häufig gerade im Bereich Umwelt verwendet, wo es dann halt um komplexe Umweltfragen geht, wo dann halt auch Themen miteinander gekoppelt werden. Die Themen übereinander zu legen, ist eine Sache. Eine zweite Sache ist natürlich, was mache ich dann mit diesen einzelnen Daten, die ich halt miteinander kombiniert habe? Und hierfür ist halt auch das Geoinformationssystem da, dass also hier Daten erfasst werden, bearbeitet, organisiert und vor allen Dingen analysiert werden. Diese Analysewerkzeuge und Module sind eigentlich der Kern eines Geoinformationssystems, um halt aus den räumlichen Daten, die häufig nur in Datenbanken hinterlegt werden, auch Antworten zu bekommen zu den Fragen, die man halt an den Raum hat. Sei es, dass man also bestimmte Prozessgrößen oder Strukturgrößen haben will, wie zum Beispiel Bevölkerung oder Wirtschaftszahlen. Es können aber auch dynamische Größen sein, die man dann tatsächlich als Prozess modelliert, wie beispielsweise, wenn man Hochwasserszenarien simuliert, wo man also tatsächlich aus verschiedenen Bestandteilen die Prozesse nachstellt, Regenmengen, Abflussverhalten und dergleichen, sodass man hier also auch, wenn es um planungstechnische Inhalte geht, gucken kann, wo müssen zum Beispiel Schutzmaßnahmen eingebaut werden, wo müssen vielleicht Begradigungen wieder weggenommen werden und dergleichen. Also hier tatsächlich auch zur Modellierung im Raum, um das in die Realität umzusetzen. Einfachere Darstellungen sind zum Beispiel statistische Methoden, wo man einfach nachfragt, zum Beispiel, Sie wollen einen neuen Supermarkt in einer Stadt bauen, wo würde sich das lohnen, wo ist das wirtschaftlich rentabel? Also hier einfach mit Statistiken arbeiten oder es gibt natürlich auch digitale Reliefanalysen, wo man also auch digitale Geländemodelle hat, wo man also über das Relief auch eine sehr schöne Darstellung hat und mit diesen Informationen arbeiten kann. Oder ganz einfach die Kartenausgabe, die Sie sicher kennen, wenn Sie eine analoge Wanderkarte kaufen. Also das ist sicher auch eine Ausgabe und eine Form, wie man mit Geoinformationssystemen letztlich arbeiten kann. Wollen wir jetzt direkt zu der Veranstaltung kommen? Wenn wir zu einer Veranstaltung beraten, ist es natürlich ganz wichtig, dass die Medien sinnvoll eingesetzt werden und dass der Medieneinsatz sinnvoll begründet ist.
Das heißt, er muss für eine Präsenzveranstaltung, wenn man was mit digitalen Medien macht, deutliche Vorteile haben. Aus dem Grund möchte ich gerne einmal kurz die Veranstaltung vorstellen, wie sie bis zum Wintersemester 2015-16 bestanden hat. Bis dahin waren die Studiengänge Geografie, Geowissenschaften und Landschaftswissenschaften, die diese Veranstaltung besuchen mussten. Dabei war die Veranstaltung geteilt in insgesamt vier Teile. Das hieß einmal GIS-A, was für alle Studiengänge verpflichtend war, B1 und B2 zum Teil verpflichtend und GIS-C, was jetzt hier auch nicht so eine große Rolle spielt, war eher projektartig. Die Lernziele in der GIS-Ausbildung waren einmal die Fachmethodik, das heißt wirklich der Umgang mit dem System, Daten verarbeiten, mit Geodatenbanken arbeiten und Analysewerkzeuge einsetzen. Dann ein wenig noch in GIS-A auch Raumanalyse, aber nur in den Anfängen. Das ist eher der Schwerpunkt bei GIS-B gewesen. Raumanalyse ist eben geografische Daten analysieren und interpretieren und bewerten. Und ein wenig in GIS-B und schließlich hauptsächlich in GIS-C ist dann wirklich die Raummodellierung. Das kann man sich so vorstellen, also dass man dann wirklich Modelle entwickelt, wo man dann ablesen kann, wenn ich jetzt dieses oder jenes mache, dann hat das diese oder jene Auswirkungen später ja, in der Realität, in der Wirklichkeit, wo man das dann vielleicht als Maßnahme umsetzt. Die Veranstaltung, also GIS-A, B1 und B2, auf die ich mich hauptsächlich beziehe, waren bis zum Wintersemester 15/16 so strukturiert, dass es ungefähr 50 Studierende gab in drei Gruppen. Und die Veranstaltungen waren zwar offiziell in Vorlesung und Übung gegliedert, wobei die Vorlesung aber nicht wie eine klassische Vorlesung ablief, sondern da wurde am Anfang halt ein bisschen Theorie gezeigt und erklärt. Und danach wurde das Programm per Vor- und Nachklicken für die verschiedenen Themen vorgestellt. Und in der Übung konnten dann die Studierenden das, was sie in der Vorlesung vermittelt bekommen haben, auch selbstständig ausprobieren und durcharbeiten anhand von Übungszetteln. Die Leistungsnachweise für GIS-A waren Übungen und man musste halt da sein. Für GIS-B1 und GIS-2 gab es allerdings auch Übungszettel, die also mit Aufgaben, die durchgearbeitet werden und abgegeben werden mussten. Also als bestandene Studienleistung dann. Und am Ende stand eine Klausur. Vom Didaktischen her betrachtet hat sich das Ganze dann angelehnt am Konzept des Cognitive Apprenticeship. Also, dass man erst eben eingeführt wird und nach immer weiter selbstständig dann das System bedienen konnte, bis man es eben ganz allein gemacht hat. Ab Sommersemester 2016 haben sich dann allerdings einige Änderungen ergeben, die dazu geführt haben, dass das Konzept so nicht weitergeführt werden konnte. Und zwar wurde GIS verpflichtend auch für Lehramtsstudierende. Das heißt, dass zu den 50 Fachstudierenden 25 Lehramtsstudierende hinzugekommen sind. Das hatte folgende Auswirkungen, einmal auf den Inhalt, dass nämlich neben den bisherigen Lernzielen, die ich vorgestellt habe, auch ein Bildungsbeitrag dazu gekommen ist, das heißt, der Inhalt als Aspekt der Lehrerbildung anzupassen gewesen ist. Dann hat sich die Heterogenität der Studierendengruppe natürlich erhöht. Also die Lehrämter haben natürlich nochmal einen ganz anderen Blick darauf, auf das System, einen ganz anderen Zugang, haben andere Erwartungen und auch andere berufliche Bedarfe. Am gravierendsten war zunächst aber auch noch, dass mit dem bisherigen Konzept die Zeiten und Räume nicht mehr ausgereicht haben. Also es war einfach nicht genug Personal da und nicht genug Räume, um das Konzept mit dem Cognitive Apprenticeship so weiterzuführen wie bisher. Ja, und auf dieser, ich sag mal, aufgrund dieser Änderung hat sich natürlich auch das gesamte didaktische Konzept geändert. Nun muss man dazu sagen, dass die GIS-Ausbildung im Lehramt bisher nicht vorgesehen war. Das heißt, es ist ein Novum. Und das bedeutet nicht nur, dass man sich jetzt mit dieser rein technischen Komponente GIS auseinandersetzen muss, sondern natürlich auch mit den Inhalten. Das heißt, wofür brauche ich GIS überhaupt? Und die nächste Frage ist natürlich, wie kann ich GIS als Lehrer oder als zukünftiger Lehrer dann nachher in die Schule
mitnehmen und was kann ich dort mit Schülern machen? Also hier sind natürlich sehr viele Ebenen, die das berührt und das natürlich auch rückgekoppelt wird in diese Fachausbildung, dass man also nicht nur einfach Fachausbildung macht, ohne dann letztlich einen Mehrwert für seine eigene Kompetenz oder auch letztlich für die Ausbildung in der Schule bekommt. Wenn man das nicht genau betrachtet, haben wir halt, wie gesagt, diesen Bildungsbeitrag, der sich, wenn man es GIS weiterarbeitet, natürlich auch ein großes Potenzial für die Bildung für nachhaltige Entwicklung hat. Gerade weil man halt mit Raumdaten arbeiten kann, kann man hier natürlich, gerade wenn es um diese Interessenskonflikte auch geht und das Abwägen von Entscheidungen, hat man hier natürlich ein schönes Potenzial, also gerade die Frage nach Nachhaltigkeit und nachhaltiger Entwicklung ins Auge zu fassen. Hinzu kommt, dass also gerade unter dem Aspekt Raumanalyse auch sehr komplexe Fragestellungen auf die Lernenden hinzukommen. Das heißt, hier müssen auch sehr große Kenntnisse, sehr, sehr viel Kompetenz sein, dass man mit diesen Sachverhalten auch umgehen kann, die Daten interpretiert und gegebenenfalls sogar modellieren kann. Also hier auch ein Novum für die Lehrenden und Lernenden. Und hinzu kommt natürlich halt die Fachmethode, der Umgang mit Datenbanken ist ja auch nicht das, was man immer in der Schule oder auch in der Lehrerausbildung hat. Also auch hier wieder noch ein Novum. Ja, und das Ganze, um das noch zu krönen, ist, man hat sich halt überlegt, aufgrund der hohen Studierendenzahlen, dass man das ganze Konzept als Blended Learning umsetzt. Und hier kommt natürlich noch die Frage hinzu, wie lerne ich das und wie lerne ich selber damit? Und das erfordert auch für die Lernenden wieder noch eine Erhöhung der Medienkompetenz. Das heißt, ich muss mich selber mit diesem Medium auseinandersetzen, zum Teil mir selber Dinge aneignen, was letztlich auch dazu führt, dass ich auch selbstgesteuert lerne und auch arbeiten unter Umständen in Kollaboration mit meinen Mitstreitern, also auch eine neue Möglichkeit ist, selber etwas zu lernen. Also hier sehr viel Neues und eine Erweiterung der Konzeption. Wenn man das jetzt mal insgesamt in der Planung berücksichtigt, hat das Folgen gehabt. Das heißt, wir haben in dieser Konzeption eine stärkere Berücksichtigung dieser Raumanalysefähigkeit in den Vordergrund gestellt, also nicht vorklicken, nachklicken, sondern tatsächlich hier auch ganz andere Lernziele verfolgt. Es kam hinzu, dass wir die Idee des Happy Valley hatten, das heißt also, wir haben einen konkreten Raum verwendet, an dem sehr viele Raumbeispiele exerziert worden konnten, sodass wir also auch viele Themen an einem Raum abarbeiten konnten und nicht immer sozusagen für jedes Thema einen anderen Raum hatten. Ja, durchgängiges Prinzip waren halt auch, dass Koordinatensystem und Projektion immer wieder thematisiert wurden, damit, weil das ein Hauptschwierigkeitspunkt ist, zu verstehen, wie überhaupt so ein GIS funktioniert. Ja, und letztlich gab es noch konzeptionelle Anpassungen unterschiedlicher Art, die zum Teil auch daher rührten, dass wir halt auch sehr heterogene Studierende hatten, also heterogene Gruppen von Studierenden, sodass wir also hier auch insgesamt Anpassungen vornehmen mussten. Ja, die Idee war natürlich die räumliche, zeitliche Entlastung, gerade der Präsenzphase, was also dazu geführt hat, dass also anstelle der Vorlesungsübungstermine weniger Vorlesungstermine getrennt von den Übungen stattgefunden haben und ich sage mal die Hauptkomponenten, das Vorklicken, Nachklicken sozusagen als Online-Lernmodule zur Verfügung gestellt worden in einer Form von Software-Schulung. Und zusätzlich gab es Übungstermine, die freiwillig waren und die also von den Studierenden nach Bedarf benutzt werden konnten, aber sie hatten natürlich auch die Möglichkeit, zu Hause in ihrem häuslichen Umfeld zu arbeiten, dadurch, dass halt Lizenzen vergeben worden sind innerhalb für diesen Zeitraum. Ja, und was man auch sagen muss, dadurch, dass wir jetzt vier verschiedene Studiengänge bedienen mussten, hat man natürlich auch versucht, das so zuzuschneiden, dass man einzelne Online-Lernmodule thematisch voneinander getrennt hat, also einmal ein bisschen mehr für Schule und vielleicht die anderen mehr für die Wissenschaft ausgerichtet hat, sodass die Studierenden auch ihre individuellen Lernwege gehen konnten. So, und ich stelle dann jetzt nochmal das Konzept im Überblick vor. Also es gab einmal nach wie vor eine Vorlesung, wobei aber hier die Terminanzahl der Vorlesung deutlich reduziert worden ist. Es gab nur noch für GIST-A mehrere Einführungstermine, vier, wo auch schon in also das System gezeigt wurde, sodass man mitklicken konnte, also mitgehen konnte im System. Und dann gab es noch zu jedem Inhaltsmodul einen Einführungstermin, also zum Inhalt mit theoretischem Hintergrund. Parallel dazu gab es die
Lernmodule in Ilias, wo also wirklich als E-Learning-Anteil der Inhalt, der auch in den Vorlesungen war, nochmal aufbereitet worden ist mit Grafiken, mit Screencasts, mit Videos, die dann selbstständig durchgearbeitet werden konnten. Parallel dazu war es aber auch möglich, diese Übungszettel, die es ja auch vorher schon gab, zu bearbeiten, die auch nochmal den theoretischen Hintergrund und die Aufgaben und auch Grafiken enthalten haben, genauso wie im IELTS-Lernmodul. Und die freien Übungen in den Computerpools standen ebenso zur Verfügung, freiwillig. Da waren zwischen 3 und 4 Terminen pro Woche, wo man dann hingehen konnte oder auch nicht, wo dann auch Tutoren anwesend waren und Unterstützung geboten haben. Abgeschlossen werden musste in jedem Fall mit einem IELTS-Test jedes Inhaltsmodul. Und zwar war da eine Bestehensgrenze von 75% gesetzt. Das hat dazu geführt, dass diese verschiedenen Elemente je nach individuellen Zielen unterschiedlich genutzt werden konnten. Also jeder konnte sich das selber aussuchen, ob er jetzt wirklich jedes Element in Anspruch genommen hat oder ob er eben nur zur Vorlesung gegangen ist und das Lehrmodul durchgearbeitet hat, um am Ende den Test abzulegen. Oder aber man hat eben nur das Lehrmodul gemacht und am Ende den Test. Oder man hat vielleicht auch das Lehrmodul und parallel dazu die Übungszettel bearbeitet und dann schließlich den Test zum Abschluss. Das konnte sich jeder dann so aussuchen, wie er es wollte. Die zeitliche Entlastung, was die Zeiten und Räume betrifft, also die Entlastung für Zeiten und Räume, hat sich eben durch die reduzierte Vorlesungsanzahl ergeben und dass dadurch mehr Termine zum freien Üben frei geworden sind. Und vor allem auch durch die automatische Testauswertung. Das hat auch nochmal eine Erleichterung gegeben. Es gibt eben unterschiedliche Lehrmodule, wie Frau von Ruh das auch schon gesagt hatte. Dadurch konnte man auch den Inhalt individualisieren und man konnte halt eben den Lernweg selbst wählen. Die inhaltliche Aufwertung wird jetzt natürlich durch das Strukturmodell nicht so sichtbar. Die steckt dann natürlich in den Lernmodulen drin, beziehungsweise in den Übungszetteln. Ja, und wir möchten jetzt, dass Sie vielleicht überlegen, oder nicht nur vielleicht, sondern dass Sie selbst einmal überlegen, wo Sie die besonderen Vorteile sehen, die besonderen Potenziale in dem vorgestellten Konzept. Oder wo Sie vielleicht auch die Grenzen sehen. Würde ich Sie bitten, einfach in den Chat unten, in das, die wir jetzt in der Mitte unter der Folie eingeblendet haben, einfach in das Textfeld zu überlegen und einzugeben, was Ihnen dazu einfällt, was Ihnen da vielleicht besonders gut an dem Konzept gefällt oder wo Sie auch kritische Punkte entdeckt haben. Wir warten mal einen Moment. Ja, schön, zwei Vorteile oder Potenziale haben wir schon. Uns würden natürlich auch sehr die Grenzen oder Nachteile interessieren. Vielleicht fällt Ihnen dazu noch was ein. Falls vielleicht noch irgendwas unklar geblieben ist, können Sie das natürlich auch gerne in den Text mit reinschreiben, in den Chat, dann greifen wir das gerne auch auf.
Es wird immer noch eingegeben. Wir warten noch einen Moment. Ja. So, ich denke mal, jetzt haben wir einige Potenziale und Grenzen in dem Konzept gesehen. Es ist ganz interessant, dass auch bei den Grenzen genau diese Frage wirklich eine offene noch zum Teil ist. Bei den Potenzialen ist es tatsächlich so, dass dieses Selbstlernen sicher etwas ist, was Studierenden zum Teil sehr entgegenkommt. Ich würde Ihnen jetzt einige Auswertungen vorstellen und würde dann Ihnen daran zeigen, wie die Studierenden darauf reagiert haben. Also ich muss dazu sagen, es gab unterschiedliche Untersuchungen. Wir haben qualitativ und quantitativ untersucht. Das heißt, wir haben sowohl Interviews gehabt, Lerntagebücher, wir hatten Fragebögen, wir hatten also auch standardisierte Fragebögen zum Teil. Also es war sozusagen eine bunte Mischung aus allem. Was ich Ihnen jetzt hier zeige, sind einzelne Ergebnisse aus den Fragebögen. Gut. Kommen wir mal zu dem Überblick. Wie wurde im Prinzip das Gesamtkonzept angenommen? Also wie waren die Präsenzphasen und die Onlinephasen wahrgenommen worden bei den Studierenden? Und Sie sehen schon, es ist zwar sehr im positiven Bereich, also es ist positiv wahrgenommen worden, es war hilfreich in hoher Weise, aber Sie sehen auch, dass wir gerade in diesem mittleren Bereich auch einen ziemlich hohen Ausschlag haben. Wir hatten eine Stichprobe von 50 Rückläufen, wir hatten gut 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Also ich meine, mit 50 haben wir eigentlich auch einen ganz guten Rücklauf und einen ganz guten Querschnitt auch über die verschiedenen Studiengänge gehabt. Und Sie sehen schon, dass es hier also nicht für alle Studierenden, auch gerade wenn man sich mal die anschaut, die in keiner Weise zutreffend sind, dass das also auch nicht für alle Studierenden die richtige Art und Weise des Lernens war oder der eigene Lernerfolg in dieser Art und Weise gesehen wurde. Und das waren auch bei Ihnen, wenn ich das hier richtig gesehen habe, die Grenzen. Woran kann es gelegen haben? War es die Abstimmung zwischen Präsenz und Online? Möglicherweise. Oder, was hier auch gefragt wurde, die hohe Selbstständigkeit. Nicht jeder Studierende ist auch in der Lage, so selbstständig für sich das zu erarbeiten und zu lernen. Und ich würde einfach mal Ihnen noch ein weiteres Ergebnis vorzeigen, was das genau auch bestätigt oder auch hinterfragt. Generell war halt die Lehrveranstaltung im Aufbau hilfreich wahrgenommen worden, aber Sie sehen auch, dass in hoher Weise zutreffend so gut wie keiner Zustimmung war. Das heißt, wir haben also immer Lernende gehabt, für die war dieser Aufbau anscheinend doch nicht positiv. Und hier ist tatsächlich die Abstimmung von Präsenz- und Online-Phase etwas, woran wir intensiv arbeiten müssen. Es hat sich im Nachgang gezeigt, das haben wir aus den Interviews auch herausgehört, dass gerade dieser Präsenzteil nicht das versprochen hat, was wir eigentlich gedacht hatten, dass er verspricht. Also der theoretische Hintergrund eigentlich nicht den Erfolg hatte, den wir erwartet haben, um halt diese Online-Phasen nochmal ein bisschen sozusagen zu vergolden oder noch qualitativ höherwertiger zu gestalten. Yvonne, kurze ja, ich wollte nur sagen, die Folie ist ja relativ klein. Wir wollten eigentlich die ein bisschen größer darstellen, damit man die besser sieht. Zu Ich die schalte mal darstellen. um auf das andere Layout. Wir gehen dann wieder zurück auf die Ergebnisse, wenn Okay. wir das müssen. Also hier sehen Sie es jetzt in einer etwas besseren Variante. Was aber auch offensichtlich ist, dass der Anteil der Übungen also sehr gut angenommen wurde. Das kann ich auch bestätigen aus Beobachtungsbögen. Die Übungen waren immer sehr voll und die Studierenden haben das sehr intensiv wahrgenommen und es wurde auch als sehr hilfreich wahrgenommen, weil jetzt war nämlich die Frage nach den Unterstützungen. Natürlich haben wir in der Online-Bereich hatten wir natürlich die Möglichkeit, über Foren bzw. über das Anschreiben der Dozenten auch Rückmeldungen zu bekommen, wenn es Fragen gab. Aber tatsächlich war es so, dass die Studierenden doch eher in die Übungszeiten gekommen sind und sich direkt mit den Dozenten oder den Tutoren auseinandergesetzt haben zu ihren Fragen, zu ihren Problemen. Also tatsächlich die reale Ansprache mit der Person doch anscheinend
bevorzugt worden ist. Und das wurde hier auch positiv wahrgenommen und positiv evaluiert. Wo hakt's? Also Sie sehen es jetzt an diesen beiden Darstellungen. Wir haben natürlich gefragt, wie diese Präsenzveranstaltung wahrgenommen wurde. Und Sie sehen schon, also gerade auf der rechten Seite, Sie müssen mal die Skalierung sehen, also maximal ist 6 Teilnehmer pro Wert. Und Sie sehen, dass in hoher Weise eigentlich höchstens, ich sag mal, 10 bis maximal 15 Personen also das als positiv wahrgenommen haben. Der Rest hat tatsächlich diese Präsenzvorlesung negativ wahrgenommen. Das heißt also, also so wie wir sie gestaltet haben, sollte vielleicht nochmal umgedacht werden, sollte geändert werden. Und man müsste sich vielleicht jetzt tatsächlich nochmal konzentrieren, wie das halt einen Mehrwert ergibt und nicht das Gleiche sozusagen in der Präsenz, wie es dann sowieso schon online ist, dargestellt wird. Vielleicht ist auch generell die Struktur noch zu überarbeiten. Also das sind noch Dinge, über die wir nachdenken wollen und wo wir uns heute auch nochmal drüber unterhalten können. Es ging, wenn Sie sich die linke Folie angucken, auch um die Inhalte. Sie wurden zum Teil positiv, aber zum Teil auch weniger positiv wahrgenommen. Ich würde Ihnen jetzt mal ganz kurz Kommentare zeigen, die wir abgefragt haben oder die sich auch aus den Interviews ergeben haben. Es ist tatsächlich so, dass die Präsenzvorlesung als wenig sinnvoll wahrgenommen wurde, zu theoretisch, keine Relevanz für die Übung, wenig informativ und dass es eine hohe Überschneidung mit den anderen Modulen gegeben hat. Das heißt, der Mehrwert ist als solches nicht erkannt worden, vielleicht war er auch nicht, vielleicht auch nicht erkennbar. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass der Inhalt der Vorlesung nochmal neu gedacht werden sollte. Es war vorhin auch einer von Ihnen hatte die Frage gestellt, wir können Rolle noch mal zurück. Der Dozenten. Welche Rolle kommt den Dozenten, Dozentinnen zu? Es ist tatsächlich so, im Interview hat sich herausgestellt, dass auch auf der Dozentenseite diese Präsenzvorlesung negativ wahrgenommen worden ist und generell negativ wahrgenommen worden ist, dass man den Kontakt zu den Studierenden verliert. Das heißt, diese Übungsphasen, die eigentlich ja auch von den Hilfskräften zum Teil unterstützt worden sind, wurden von den Dozenten sehr positiv wahrgenommen, dass sie wieder Kontakt zu den Studierenden haben. Also insofern ist es natürlich eigentlich genau das Gegenteil, was wir mit diesem E-Learning haben wollten, dass man eigentlich die Entlastung der Dozierenden hat, indem man also die Lernenden halt in diese E-Learning-Umgebung schickt und sie halt nur zu diesen Präsenzveranstaltungen sieht, ist hier im Prinzip wieder aufgehoben worden, da es tatsächlich anscheinend dieses interaktive oder der direkte Kommunikation hier als positiv wahrgenommen wurde, aber eben zu wenig möglich. Potenziale wurden hier von Ihnen auch gesehen. Wir wollen es nicht schlecht machen. Es gab natürlich auch viele Potenziale bei diesem E-Learning. Und zwar geht es um das Individuelle, die individuelle Schwerpunktsetzung. Ich würde Ihnen jetzt mal wieder die andere Untersuchung zeigen. Die Frage war, inwieweit man mit seinen eigenen Kommilitonen Aufgaben gelöst hat. Das wurde zum Teil genutzt, leider noch nicht in der Form, wie man sich es hätte vorstellen können. Also so kollaboratives Arbeiten hat sich punktuell dargestellt. Es gab auch in den Interviews Hinweise darauf, dass man das auch gerne in Anspruch genommen hat, gemeinsam mit Kommilitonen zu arbeiten, im Internet oder auch in den Übungen zusammen. Das ist aber noch nicht für alle Studierenden der Fall war. Viele haben auch alleine und eigenständig gearbeitet, allerdings meistens nicht außerhalb der freien Übungszeiten, sondern tatsächlich in den freien Übungszeiten. Also wo dann irgendwo vielleicht noch der Dozent oder der Tutor stand, den man halt fragen konnte, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Also diese Übungszeiten scheinen wirklich ein sehr wichtiger und fester Bestandteil in diesem Szenario gewesen zu sein, den alle auch positiv wahrgenommen haben. Ja, kommen wir nochmal zu der Frage im Prinzip. Das ist die Bestätigung. Sie sehen die freien Übungsphasen sehr häufig benutzt. Wir haben also fast in hoher Weise zutreffend. Nur sehr wenige haben wirklich diese Übungsphasen nicht genutzt. Aus den Interviews hat sich herauskristallisiert,
dass einige wirklich sehr selbstständig für sich gearbeitet haben und eigentlich nur noch online waren und überhaupt nicht mehr präsent, also weder in der Übungsphase noch halt zu der Vorlesung waren. Das war aber vom Typ her wahrscheinlich Leute, die das auch sehr gerne für sich selber organisieren oder die zum Teil auch Parallelveranstaltungen hatten, so dass sich das überschnitten hat. Also für sie war das natürlich auch von Vorteil, dass sie halt im Internet ihre ganzen Lösungen eingeben konnten über diese Plattform. Ja, kommen wir mal zu der zweiten Darstellung. Da geht es um die Frage, sind die Studierenden selbstständiger bei der Lösung der Aufgaben geworden? Ja, das sind sie, zum Teil. Sie sehen, es ist ein relativ hoher Ausschlag, auch in der zutreffenden Weise, dass man also auch mit der selbstständigen Lösung von Aufgaben sich auch selber wieder ein Stück weiter bewegt, andere Aufgaben, komplexere Aufgaben zu lösen. Diese Aufgaben wurden auch im Verlauf der Konzeption immer komplexer. Das heißt, man hat also mit einfachen Dingen angefangen und am Ende der Veranstaltung waren das dann auch recht komplexe Aufgaben, die dann also auch wieder sozusagen sich aus den also vorherigen Übungen herauskristallisiert haben und dann kombiniert halt eine komplexe Fragestellung hatten. Also hier kann man tatsächlich sehen, dass also auch die Selbstständigkeit beim Lösen der Aufgaben sich erhöht hat. Also in der Tat hat sich das positiv dargestellt. Ich würde jetzt nochmal zurück zu der Frage gehen, was hat sich negativ dargestellt? So, wir haben hier nochmal den Hinweis auf die Raumanalysefähigkeit. Das war eins unserer Lernziele. Wir können feststellen, es hat eine Steigerung gegeben. Also man hat Raumanalysefähigkeit in einer gewissen Form mit den Werkzeugen erlernt. Allerdings muss man auch sagen, dass das Verständnis sich, also ich sage mal so im mittleren Bereich bewegt hat. Wünschenswert wäre sicher gewesen, dass wir also auch noch hier einen höheren Ausschlag gehabt hätten, also noch eine höhere Kompetenz in der Raumanalysefähigkeit. Also hier ist sicher auch noch eine Baustelle, an der wir arbeiten müssen und ich sag mal, die Konzeption anpassen müssen. So, nochmal, ich hatte es vorhin schon mal aufgezeigt, die Gründe für das Fernbleiben. Warum bleiben Studierende fern? Ich hatte schon einiges genannt, zu wenig informativ. Die Frage an Sie ist jetzt eigentlich, darüber würde ich gerne mit Ihnen diskutieren. Wie können wir, oder haben Sie vielleicht, sehen Sie eine Möglichkeit, wie wir diese Vorlesung vergolden können? Also wie können wir eventuell diese Vorlesung konzipieren, dass tatsächlich es mehr zusammenpasst? Die Online-Module, die Vorlesung, dass wir also hier eine direktere Verbindung haben, die die Studierenden auch eher anspricht. Können hier wieder unten in dem Feld eine Eingabe machen. Ich würde Sie einfach bitten, Ihre Ideen freien Lauf zu lassen. Ich sehe, es sind einige, die eingeben, mehrere Teilnehmer, das ist schön. Also wenn es noch Fragen gibt, Nachfragen zum Konzept, können Sie die natürlich auch gern nochmal stellen. Dann würden wir die auch gleich nochmal aufgreifen.
Ja, es sind jetzt einige Antworten gekommen. Ach, da kommen noch mehr. Wir müssen direkt holen. Ja, das sind ganz interessante Ideen. Ich würde einfach mal von vorne die erste Idee aufgreifen, keine Grundlagen vermitteln und eher Probleme und Verständnisschwierigkeiten. Ich muss dazu sagen, also es ist in der Tat so gewesen, dass nicht nur Grundlagen vermittelt worden sind, sondern auch im Verlauf der Vorlesungen die Studierenden so eine Fragezeit hatten. Also die hatten die Möglichkeit, Fragen, gerade wenn es um ihre eigenen Arbeitszettel, ihre Übungen ging, zu stellen, so dass die Dozierenden auch darauf antworten konnten oder eventuell Probleme aufgreifen konnten, um die dann vielleicht gegebenenfalls nochmal für alle zu thematisieren. Diese Möglichkeit wurde aber komischerweise nicht wahrgenommen. Vielleicht lag es an dem Format Vorlesung. Also man sitzt mit 50 oder noch mehr Personen in einem Raum, der Dozent steht vorne und vielleicht ist das auch nicht das richtige Umfeld, um halt Verständnisfragen oder Verständnisschwierigkeiten zu klären. Ich würde sagen, es ist sicher der richtige Weg. Also da wäre sicher noch ein Potenzial, dass man hier vielleicht nicht nur die Probleme der Studierenden aufgreift, sondern dass man vielleicht gar Fragestellungen oder räumliche Probleme aufgreift, die man eventuell zukünftig behandelt, sodass die Studierenden auch mitgenommen werden mit Fragestellungen, die sie selber interessieren. Also das, denke ich, ist vielleicht auch eine Möglichkeit, dass man die Studierenden gewinnt, indem man aus deren Sicht Fragen formuliert, Fragen an den Raum formuliert und die eventuell auch thematisiert und bearbeitet. Sehe ich auch so, dass das eine Möglichkeit ist. Das würde auch, glaube ich, mit der dritten Frage übereinstimmen, dass man hier typische Probleme aufgreift. Also was, das könnten inhaltliche Probleme sein, aber das könnten auch natürlich Probleme sein, die sich aus der Software und dem Umgang mit der Software und der Analyse, den Analysetools ergeben. Ist auch eine sehr interessante Idee. Die Frage ist, ob das sozusagen ein kontinuierlicher Prozess ist, der dann zu bestimmten Terminen stattfindet, oder ob man das nicht vielleicht als generelles Hintergrundmodul laufen sollte, wo man dann immer so eine Art Problemkiste hat, die dann vielleicht auch online bedient werden könnte. Wo tauchen Probleme auf? Wie kann ich welches Analysewerkzeug verwenden, sodass das auch für alle dann permanent zugänglich ist? Man muss natürlich dazu sagen, dass diese Vorlesung im Verlauf der vier Veranstaltungen, also nicht der anfänglichen vier Veranstaltungen, sondern der Folge vier Veranstaltungen, also der Anteil der Studierenden immer geringer wurde. Wenn wir anfänglich noch 50 Studierende hatten, hatten wir in der letzten Vorlesung 12 Studierende. Das Problem, was wir dann haben, dass solche Veranstaltungen nicht mehr für alle zugänglich sind und die Informationen, die dort halt thematisiert sind, auch für die anderen nicht mehr erreichbar sind. Also finde ich die Idee, die hier steht, Flipped Classroom, müsste man überlegen, dass man einfach andere Ideen aufgreift, dass die Vorlesung auch anders konzipiert ist. Das ist eine interessante Idee, über die man sicher nochmal nachdenken sollte. Die Frage ist, inwieweit man die Studierenden mit hineinnimmt in die Vorlesung, dass man gar das Format der Vorlesung komplett ändert und es vielleicht eher als Seminar gestaltet, wo dann die Studierenden direkt ihre Themen formulieren, vielleicht gar in Arbeitsgruppen oder in Themengruppen erörtern und dann mit ihren Fragen oder Themen, die sie gerne bearbeiten wollen, wieder in ihre Online-Phasen gemeinsam gehen, hätte natürlich den Vorteil, dass man auch diese Kollaboration, die wir eigentlich nur marginal wahrgenommen haben, nicht in dem Umfang, wie wir es gerne gehabt hätten, sicher hier auch sicher noch mehr gefördert werden könnte. Das wäre sicher auch noch ein Aspekt, über den man nachdenken könnte, dass man also tatsächlich noch mehr an die Studierenden übergibt, an vielleicht Themengruppen übergibt, die dann halt damit weiterarbeiten. Eine sehr interessante Idee. Ja, wenn ich Ihre Fragen nochmal
Die Frage war, ob wir in dieser Vorlesung Werkzeugeinsatz thematisiert haben. Ja, das Problem war genau das, dass dieser Werkzeugeinsatz thematisiert worden ist in der Vorlesung. Und zwar in der Form, dass der Dozent vorne die Werkzeuge gezeigt hat, wie sie halt zu bedienen sind und mit welcher Funktion sie zu bedienen sind, dass das aber genau dem widerspricht, was die Studierenden wollten. Sie wollten eigentlich mitmachen. Also eigentlich das alte Design, so wie es vorher auch war, vorklicken, nachklicken, das mitmachen und sich nicht darüber nur informieren, wie sieht das Werkzeug aus und was müsste ich theoretisch machen. Und dann gehe ich nach Hause und probiere das, sondern tatsächlich war so bei einigen Studierenden der Wunsch da, also wenn ich das schon vorne gezeigt und erklärt kriege, dann möchte ich es auch gerne mitmachen. Was natürlich in einem Vorlesungsraum mit 60, 70 Plätzen nicht möglich ist, da man natürlich nicht alle mit Computer ausgestattet hat. Die Computerräume sind bei uns mit 15 bis 20 Plätzen besetzt, also das wäre ja halt in der Form nicht umsetzbar gewesen. Aber es ist wahrscheinlich genau ist das das Problem, dass man hier zu theoretisch etwas erklärt in der Vorlesung, was dann aber nicht in der Praxis im Prinzip umgesetzt werden kann. Ja, und das ist natürlich auch schon der nächste Hinweis. Ich sehe gerade Praxisbezug stärker berücksichtigen. Genau das sehe ich auch als, ich denke mal, den Kern, dass man hier vielleicht einfach thematisch die Praxis hineinnehmen muss und vielleicht Planungen oder sonst ähnliche Sachen vielleicht mehr in diese Vorlesung nimmt, um halt auch über Inhalte Werkzeuge zu erklären und mit den Studierenden vielleicht gemeinsam eine Frage zu formulieren. Und den letzten Teil würde ich nochmal bitten, vielleicht können Sie das nochmal ergänzen. Was meinen Sie mit Peer Review einbinden? Ups. Just-in-time-Teaching, Peer-Review einbinden. Also, dass man, Ach so, ja. damit ist wahrscheinlich gemeint, dass man direkt in der Vorlesung, also dass man aus den anderen Teilen Sachen in der Vorlesung aufgreift und dass man in der Vorlesung Peer Instruction anwendet. Ja. Ich meine, so ist das gemeint, ne? Ja, ich denke mal, das ist sicher so, wie wir es eben auch schon oder wie ich es versucht habe, eben klar zu machen, dass es sicher, dass wir einfach mehr die Studierenden mit in den Fokus nehmen müssen, wenn wir solche Konzepte planen, dass wir einfach mit ihnen zusammen sowas denken sollten und nicht einfach nur eine Vorlesung ganz separat getrennt mit unseren Theorien verbreiten sollen und dann erwarten sollen, dass die Studierenden sich dort wiederfinden und das in Ordnung finden. Also ich denke, das geht genau in die Richtung. Frau Panke, Frau Panke, ich habe Ihnen mal das Mikrofon freigeschaltet. Wenn Sie ein Mikrofon haben, dann können Sie jetzt auch einfach mal probieren zu sprechen. Vielleicht ist es einfacher, wenn Sie direkt miteinander kommunizieren. Ja, schade. Ja, aber ich sehe auch genau, dass die Studierenden sicher hier noch einen größeren Anteil haben sollten. Ich weiß nicht, wie die anderen Teilnehmer das sehen. Inwieweit denken Sie, dass wir die Studierenden noch mit dieser Konzeption weiter hineinnehmen können? Ich blende mal eben noch mal das Konzept ein. Noch ein. Kam denn das da? Ja, wo man noch mal die verschiedenen Elemente sehen kann und was vielleicht auch noch mal dafür anregt, wie man die aufeinander beziehen könnte. Was vielleicht auch ein bisschen untergegangen ist, als ich das erklärt habe, ist, dass tatsächlich die Übungszettel und die im Lernmodul die gleichen Inhalte enthalten sind und die zum Teil auch nochmal in den Vorlesungsterminen auftauchen, was bei der ursprünglichen Konzeption auch durchaus so bewusst gemacht worden ist. Also was natürlich aber auch eine Voraussetzung dafür ist, dass der Lernweg sehr flexibel ist und gewählt werden kann. Also man kann sich eben aussuchen, ob man
auf Papier oder online lernt. So, ich sehe, dass jetzt noch Eingaben sind. Nicht einzelne. Ja, ich sehe gerade. Werkzeuge. Ja, ich, das kann ich jetzt gar nicht. Yvonne, kannst du das also ich, zu den ja, einzelnen das Werkzeugen? ist im Prinzip genau das Problem. Es reicht nicht aus, Werkzeuge nur zu zeigen, wenn man nicht weiß, wofür man das eigentlich braucht und welche Frage man damit beantworten kann. Ich finde diesen Hinweis sehr interessant. Tatsächlich könnte man Raumbeispiele, Fragestellungen, die man an den Raum hat, also im Sinne der Raumanalyse, stellen und zeigen, wie kann ich eine Antwort bekommen? Also welche Werkzeuge muss ich zum Beispiel verwenden? Wie kann so eine Lösung aussehen? Ich habe mir schon ähnliche Gedanken gemacht, ob man sowas auch vielleicht über längeren Zeitraum streckt, dass man das nicht für jede Stunde immer wieder eine Fragestellung, eine Lösung macht, sondern dass man zu Beginn eine größere Fragestellung hat, die man im Laufe der Veranstaltung peu à peu, also mit jedem Werkzeug, was ich sozusagen neu dazulerne, vielleicht immer komplexer auch beantworten kann. Also dass das auch so was Aufbauendes ist mit einer gewissen Steigerung. Das wäre schon, denke ich, eine Möglichkeit, die Studierenden auch immer dabei zu halten und auch, dass es nicht so was Abgeschlossenes ist, sondern dass der Raum immer wieder neu befragt werden kann. Je mehr Werkzeuge ich habe, je mehr Analysen ich fahren kann, desto komplexer sind letztlich auch meine Auswertungen und auch desto genauer können auch meine Entscheidungen sein, wenn ich im Raum zum Beispiel irgendwas planen sollte. Also so gesehen gehe ich da mit, dass man hier sicher über solche Wege die Studierenden sicher mehr inspirieren kann, als es in der Form ist, die wir es jetzt hatten. Vielleicht finden, haben Sie noch andere Hinweise? Wie könnten Sie sich vielleicht noch andere Szenarien vorstellen, die man verwenden könnte, anstelle möglicherweise dieser Vorlesung? Ich muss dazu sagen, wir haben natürlich eine Vorlesung pro Inhaltsmodul immer nur gehabt. Das heißt, diese Vorlesung hat immer so einen Themenkomplex von drei Stunden im Durchschnitt umfasst, in dem es halt um einen Themenblock mit bestimmten Werkzeugen immer ging. Es ist natürlich sehr starr, diese Idee, dass man also immer eine Vorlesung, drei Termine, eine Vorlesung, drei Termine. Das ist, ist sicher auch von der Planung ein sehr starres Konzept. Und vielleicht beißt sich hier auch sozusagen die alte Idee mit der neuen Idee. Vielleicht ist es auch sehr schwierig, hier eine Verbindung zwischen den beiden Positionen zu schaffen. Wenn, vielleicht können wir sonst auch langsam zum Ende kommen, wenn jetzt keine weiteren Fragen sind. Wenn Sie noch auch Nachfragen haben, können Sie die natürlich gerne noch stellen. Wir können gerne noch einen Moment warten. Ich denke, dass für uns jetzt für das Konzept, wie wir das jetzt einmal durchgeführt haben, eine ganze Menge interessante Anregungen dabei waren. Das wurde eben, glaube ich, auch sehr deutlich, dass man da nochmal, also wo man ansetzen kann, bei einer stärkeren Einbeziehung der Studierenden, vielleicht über ein Flipped Classroom-Konzept nachdenkt, wie man das Verhältnis von Inhalt und Werkzeug am besten gestaltet. Das ist auch nochmal ein sehr interessantes Themengebiet. Und das werden wir auf jeden Fall mit in die Phase des Überdenkens, die jetzt ja auch nochmal kommt für das Modul, mitnehmen. Also es ist jetzt einmal so durchgelaufen und wir werden es im nächsten Semester dann eben nochmal ja, mit einer entsprechenden Überdenkphase wieder starten wird.
Ich weiß nicht, es geht mit welchem Modul Ja, geht es also jetzt weiter? es Ihr ist war so, wir haben ja, doppelt. also dieses GIS-A-Modul, das findet immer im Sommersemester statt. Die darauffolgenden Module B1 und B2, die finden halt dann immer im Anschluss, also ein Semester später statt. Aber dieses, ich sag mal, die Anschlussmodule sind in dem Fall nicht im Fokus, da die in der Form, wie wir sie jetzt haben, in dieser Blended Learning Form, gut funktionieren. Das liegt aber auch daran, dass die Studierenden, die diese Module wählen, sowieso schwerpunktmäßig sich mit GIS beschäftigen. Also für die ist es sowieso ein Teil ihrer zukünftigen Berufswahl. Und die gehen natürlich mit einer anderen Motivation, ich sag mal, an solche Kurse heran, als diejenigen, die jetzt, ich sag's mal, zwangsverpflichtet auf einmal ein GIS-Modul machen müssen, weil das in ihrer Prüfungsordnung neu vorgeschrieben worden ist. Und das Problem, was wir natürlich haben, in dem GIS-A-Kurs, dass wir halt viele Studierenden haben, die das halt machen müssen, um halt ihre Leistungspunkte zu bekommen. Aber ja, ich sag mal, die Motivation, es für die Zukunft zu nutzen, ist natürlich relativ gering. Wir haben dazu auch parallel Untersuchungen gemacht, wo man einfach auch, wo wir nachgefragt haben, wo stehen die Studierenden, inwieweit würden sie selber mit GIS später in Zukunft gerade auch in der Schule arbeiten wollen. Und ich sage mal so, die Ergebnisse sind relativ ernüchternd. Es gibt zwar viel Interesse, also gerade auch bei Themen, die schultauglicher sind, also solchen Online-GIS-Sachen. Aber ich sage mal, generell ist natürlich das Interesse eher mäßig bis gering, gerade was in der Lernensausbildung stattfindet. Anders ist es natürlich bei den Fachgeografen und bei den Geowissenschaftlern und Landschaftswissenschaftlern, die das natürlich auch in ihrer beruflichen Zukunft verwenden wollen und werden. Da ist das Interesse natürlich erheblich höher. Also insofern haben wir hier, also wenn wir die Daten auswerten, müssen wir sicher auch mit zwei Brillen auf die Ergebnisse schauen. Also es wird schwierig sein, eine Anpassung zu finden, aber ich denke mir, wir sind auf dem richtigen Weg und wir haben ja erst angefangen und ich denke mal, in einem Jahr, wenn wir das nächste verbesserte Modul durchführen, dann werden auch unsere Ergebnisse sicher auch motivierender und erfreulicher sein, hoffe ich doch. Und ich denke, dass ich die Hinweise, die Sie mir auch gegeben haben, sicher überdenken werde und mit in die neue Konzeption integrieren werde und einbinden werde.